DAX, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 mit dem besten Handelstag seit März ist jetzt die Jahresendrallye gestartet. Vielleicht aber auch nicht, denn dieser Markt, der kippt von einem Extrem ins andere Extrem. Wir sehen massive Bewegungen, massive Tagesveränderungen von Tag zu Tag, gestern und vor allem heute. Bullish in der letzten Woche eher negativ, dazwischen aber auch mit deutlichen Anstiegen. Und all das ist zunächst mal ausgelöst eben durch die Erleichterung über die vermeintliche Harmlosigkeit von Omikron. Das war ja der Trigger, der zunächst am Black Friday, dem 26.11., dann den Abverkauf an der Wall Street ausgelöst hatte. Dann ging es am Montag letzter Woche wieder nach oben. Dann kam am Dienstag Mr. Powell und hat gesagt, Inflation nix transitory. Wir werden Tapering beschleunigen, daraufhin wieder ziemliche Konfusion, ziemliche Turbulenzen an den Märkten. Aber jetzt erstmal diese Omikron-Rallye, wie ich sie heute Morgen bezeichnet habe. Und die Bullen sind wieder aus dem Häuschen. Mensch, da ist doch jetzt endlich dieser massive Allzeithochdrang ist da. Und in der Tat, der S&P 500 ist nur um und bei 1% noch von seinem Allzeithoch entfernt. Der Dow Jones hat alles aufgeholt, was er mit Omikron seit diesem Auftreten eben dieser Panik, die am 26.11. der Fall war, praktisch verloren hatte. Schauen wir uns zunächst mal die Omikron-Lage an, was da eigentlich wissbar ist zum jetzt noch sehr frühen Zeitpunkt. Auf jeden Fall GlaxoSmithKline hat gesagt, also unser Research zeigt, dass die Covid-19-Antibody-Treatments, also die Medikamente kann man sagen, hier anschlagen gegen diese Omikron-Variante. Dann Auftritt von Mr. Fauci, dem CDC-Chef in den USA, der gesagt hat, almost certainly not more severe than Delta. Also Omikron ziemlich sicher nicht gefährlicher als Delta. Allerdings ist der Omikron, wie wir relativ sicher wissen, ja deutlich ansteckender. Wenn es also nur gleich gefährlich wäre mit Delta, dann wäre das doch ein ziemlicher Schlag ins Kontor, aber sei es drum. Er hat sich zu dieser Aussage verstiegen. Drosten ist sich da noch lange nicht so sicher. Das ist also nicht eine Geschichte, die man jetzt schon für bare Münze nehmen könnte. Jedenfalls, was wir wissen, ist, dass in Südafrika, in dieser Provinz, wo Omikron das erste Mal entdeckt wurde, dass hier die Hospitalisierungen massiv zunehmen, und zwar in einer Altersgruppe, die man gar nicht auf dem Zettel hat, nämlich bei Kleinstkindern, Säuglinge, Kleinstkinder. Hier sehen wir massive Anstiege eben der Hospitalisierungen. Es sind überwiegend Säuglinge, teilweise Kleinkinder, 0 bis 1 Jahr, 1 bis 2 Jahre, die hier offenkundig besonders betroffen sind. Also, wir wissen nicht, was da wirklich der Fall ist. Dementsprechend lehnt man sich natürlich jetzt von Seiten der Aktienmärkte schon ein bisschen aus dem Fenster, wenn man das Ganze für erledigt erklärt und vergisst vielleicht auch ein bisschen, dass je weniger Omikron ein Problem ist, umso sicherer die hawkische Wende der Fed ist, umso klarer eben, dass die Fed null Grund hat, von ihrer Wende abzusehen, die sie ja mit den Aussagen von Jerome Powell letzte Woche am Dienstag vor dem US-Senat praktisch gemacht hat. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen, heute sind wir über 2% im Plus beim S&P 500. Gestern waren wir am gestrigen Montag 1,18% im Plus. Dann waren wir am 3.12., das war der Freitag, minus 0,87%, am 2.12. plus 1,53%, davor minus 1,11%, dann minus 1,95%, plus 1,23% und am 26. dem Black Friday 2,23%. Der letzte Handelstag vor dem 26.11., vor Black Friday, als der S&P 500, der Leitindex der Welt, eine Veränderung von mehr als 1% gezeigt hat, war am 5. Oktober. Seitdem gab es keine Bewegung mehr, die mehr als 1% praktisch ausgemacht hat. Und wir sehen, das ist ja eigentlich das Kriterium für einen Bullenmarkt. Erinnern wir uns an das Jahr 2017. Da ging es immer so ein bisschen nach oben, jeden Tag 0,2, 0,3%, aber das konstant praktisch das ganze Jahr über. Das ist ein relativ unhinterfragter Bullenmarkt, der so langsam nach oben geht, wo es überhaupt kaum Volatilität gibt, wo praktisch keine Ausschläge der Fall sind. Was wir seit dem 26. sehen, ist extrem, sind extreme Bewegungen, sind extreme Veränderungen, rauf, runter, runter, rauf, 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 jetzt die letzten beiden Tage rauf, und es ist natürlich schon ein wenig
Naja, sehr selbstbewusst, wenn man jetzt glaubte, dass all das überwunden ist. Denn das, was wir hier sehen, das hat es noch nie gegeben, wenn zum Beispiel wir mehr als einen Monat hatten, wo es keine Veränderung von 1% gab, mindestens 1%. Dann gab es das nicht, was wir jetzt gesehen haben, nämlich 6 der letzten 7 Handelstage waren mindestens 1% Veränderung und hier der 3.12., also der Freitag, war minus 0,87%, war also nicht weit entfernt, sonst wären es die letzten 7 Tage von 7 Tagen, die praktisch diese massive Veränderung gebracht hat. Das gab es letzte Mal so ähnlich. Da waren 5 von 7 Handelstage negativ, nachdem es eine lange Periode von Ruhe gab. Das war im Oktober 2018. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, ist sehr außergewöhnlich und ist nach meiner Auffassung nicht ein typisches Charakteristikum für einen Bullenmarkt. Gehen wir mal die Dinge weiter durch. Wir sehen hier zum Beispiel New York Advanced Decline. Also die Aktien, die an der New York Stock Exchange steigen, minus diejenigen, die fallen, plus 2619. Vielleicht können Sie das erkennen in der Grafik von Sven Hendrik. Vorher waren wir ganz, ganz unten. Wir waren massiv überverkauft. Jetzt sehen wir, dass alles gekauft wird, was irgendwie nicht auf den Baum kommt. Jason Gapford von Sentiment Trader hat gesagt, also wenn das Volumen bei den Advancing Securities, also bei den Aktien, die steigen, über 80% des Gesamtvolumens ist, derzeit aktuell waren es 92%, als er das heute geschrieben hat, dann wird dadurch ein Signal generiert, das praktisch noch nie ein Fehlsignal generiert hat. Der S&P 500 hat danach ein Average Gain von 25% im nächsten Jahr erzielt, also hat durchschnittlich 25% dann im nächsten Monat gewonnen. Alles bullish oder was? Ja, vielleicht, aber auch nicht. Schauen wir uns mal das an. Das ist ein bisschen ein kleiner Widerspruch dazu. Lance Roberts sagt hier anhand von vielen Parametern, the markets are currently as extended, overvalued and deviated as any previous major market peak in history. Also wir sind so weit abweichend von allen normalen Kriterien in Sachen Überkauftheit, langfristige Überkauftheit, da muss man immer unterscheiden. Ich hatte zum Beispiel am Montag gesagt, der Markt ist überverkauft im kurzen Zeitfenster. Übergeordnet sind wir natürlich im langen Zeitfenster natürlich massiv überkauft, will ich gleich nochmal hier zeigen. Praktisch alle Parameter auf Anschlag in einem längerfristigen Horizont. Gleichwohl hoffen alle, wie jetzt Gapford eben, den ich zitiert habe, dass wir dann mindestens nochmal 25% zulegen im nächsten Jahr und das bei einer Fed, die offenkundig ja eher auf die Bremse tritt, als dass sie nochmal Gas gibt. Die Fed hat ja klar gemacht, Tightening. Wir werden also das Tapering beschleunigen und werden dann vermutlich eben Mitte nächsten Jahres, vielleicht schon früher, dazu gleich mehr, dann die Zinsen anheben. Das wäre ja verständlich, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Geldpolitik wird jetzt etwas lockerer, das kann wieder mehr Liquidität in die Märkte spülen, aber es ist ja eher so, dass der Trend in Richtung weniger Liquidität geht, deswegen kann man an diesen 25% zumindest mal zweifeln. Wir sehen hier die Percentage of all stocks, also die Prozentzahl von allen Aktien, die ein Verhältnis von mehr als 10-fach Marktkapitalisierung zum Umsatz haben, allzeit hoch. Also wir waren nie mit mehr Aktien gesegnet, die praktisch so teuer sind. Also der Markt ist nicht billig. Es gibt einzelne billige Aktien, gar keine Frage. Aber der Gesamtmarkt, vor allem die Wall Street, ist in der Summe alles andere als billig. Und es ist ja so, dass wir jetzt seit dem Black Friday diese Turbulenzen gesehen haben, plötzlich dann ein totaler Pessimismus im Sentiment. Wir haben gesehen hier AAII-Umfrage, also die Umfrage unter Privatinvestoren, wo die Bären ganz klar dominiert haben. Wir haben den Fear and Greed Index gesehen mit 20 extreme Furcht. Wir sehen also diesen Swing in das Pessimistische und die Hedgefonds haben daraufhin Short-Positionen eröffnet, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir also diesen Pessimismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind alle noch in diesem Markt drin, wie wir an dieser Grafik sehen, US Equity Leveraged Bets, also all das sozusagen spekulativ und gehebelt im Markt ist praktisch auf neuem Allzeithoch oder zumindest ganz, ganz nah dran an dem Hoch, das wir bisher im Jahr 2018 hatten. Also wir sehen auf der einen Seite Pessimismus. Wir sehen auf der anderen Seite Hedgefonds, die stark geschortet haben, dann in Reaktion auf Omikron. Und wir sehen auf der anderen Seite, alle sind drin oder viele sind auf jeden Fall massiv gehebelt in diesem Markt. Und wenn wir uns diesen Markt mal anschauen, dann sehen wir, dass praktisch ja die Aktienmärkte auf Allzeithoch sind, wenn man so will. Dennoch hat ein Drittel der Aktien im Nasdaq mindestens 50% von seinen Hochs verloren.
Ein Drittel. Und über die letzten 6 Monate sind es 4 Aktien gewesen, nämlich Microsoft, Apple, Nvidia und Google, die 70% des Gesamtgewinns oder der Performance des S&P nach oben ausgemacht haben. 4 Aktien, das ist die Realität. Ist das ein gesunder Bullenmarkt, wo 4, 5, 6, 7 Aktien letztendlich alles oben halten? Heute sehen wir eben, wird alles gekauft. Da wird auch der Trash gekauft, der Junk gekauft, da werden unprofitable Tech-Unternehmen wieder gekauft, die teilweise 7% steigen. Auch das ein gesunder Bullenmarkt sicherlich. Gar keine Frage. Hier sehen wir das nochmal zu den Hedgefonds, by the way. Most shorted stocks, massive Bewegung nach oben. Die Hedgefonds werden gegrillt. Das verstärkt diese Bewegung dieser Omicron-Rally. Aber der eigentliche Punkt ist nicht Omicron. Ich wiederhole mich da, aber es ist eben zentral. Und ich will jetzt nochmal auf die vielen Kommentare eingehen, die auf YouTube immer wieder kommen. Mensch, hier und bla und blub. Und ich habe jedoch klar gesagt, ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben, die dann solche Kommentare schreiben, am Montag, der Markt ist stark überverkauft, ein Bounce nach oben ist sehr wahrscheinlich. Das war der Videoausblick vom Montag mit dem Titel, also von gestern, lasst es krachen, wir kaufen, was verkaufen. Da klar gesagt, das sieht nach einem Bounce nach oben aus, habe gleichzeitig aber eben gesagt, wie ich das meine. Hier hat dann zum Beispiel einer geschrieben in diesen YouTube-Kommentaren, Fugi, wie wäre es mit folgender Wette, wenn die Fed im März, April mit Taper fertig ist und 2022 die Zinsen zweimal angehoben hat und dann die Märkte immer noch nicht 20-30% korrigiert haben, dann gestehst du ein, ich lag falsch. Wette gilt. Daraufhin habe ich ihm geschrieben, nö, warum? Ich habe das ja nie gesagt. Ich habe nie behauptet, dass die Märkte 20-30% fallen. Ich lese hier mal vor, warum sollte ich das wetten? Habe ich gesagt, dass die Aktienmärkte 20-30% fallen? Nein, was ich gesagt habe, ist, dass durch die hawkische Wende der Fed teure und unprofitable Tech-Werte unter Druck kommen werden. Und dabei bleibe ich. That's it. Ich habe nicht von einem Crash gesprochen. Ich habe nicht gesagt, dass die Aktienmärkte insgesamt fallen, sondern ich habe gesagt, wenn die Geldpolitik der Fed sich strafft, wenn also diese Flut hebt, alle Boote-Situation weg ist, dann werden bestimmte Gruppen leiden, werden bestimmte Sektoren leiden, werden nicht die Finanzwerte leiden, also Banken etc., aber bestimmte Sektoren, die eben in dieser Flut mit nach oben gespült wurden und auch sehr maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Aktienindizes eben so gestiegen sind. Also das einfach mal zur Klarstellung, weil die Leute irgendwie, habe ich das Gefühl, immer wieder das missverstehen, was ich da sage. Deswegen muss ich das mal hier ganz explizit nochmal klarstellen. Wir sehen die Fed Fund Futures, die preisen jetzt eine 70% Wahrscheinlichkeit an, dass im Mai schon die erste Zinsanhebung erfolgt. Das ist die Folge des sogenannten Jeromicron-Virus, der Jeromicron-Variante, die deutlich gefährlicher ist als die Omikron-Variante. Und wie sehr die Inflation jetzt eigentlich der Höchstwert, nicht nur der Fed, sondern insgesamt jetzt in der Administration Biden ist, das sehen wir an Finanzministerin Janet Yellen, die heute wörtlich gesagt hat, Inflation is the concern of the day. Und sie hat gesagt, das hätte noch vor ein paar Wochen vielleicht für Panik gesorgt. Some shortages will take a couple of years to resolve. Also einige Knappheiten, einige Lieferengpässe werden Jahre brauchen, bis sie sich auflösen. Heute hat nicht mal einer mit der Wimper gezuckt nach dieser Aussage. Und wir sehen, dass die Firmen in den USA etwa jetzt sich auf Lohnsteigerungen vorbereiten, wie es sie seit der Finanzkrise nicht mehr gegeben hat. Durchschnittlich erwarten sie, dass die Löhne in ihrem Unternehmen um 3,9% steigen werden, wie das Conference Board Survey gezeigt hat, also die Umfrage des Conference Board. Und heute kamen auch die Daten vom Labor Department, die Lohnstückkosten, die sind gestiegen um 9,6%, erwartet war 8,3%. Diese Daten werden immer quartalsweise veröffentlicht. Im zweiten Quartal waren sie bereits 5,9% gestiegen. Mohamed El-Erian sagt hier, wieder mal eine Überraschung nach oben in Sachen solcher inflationären Tendenzen und das setzt sich durch die Bank fort. Wir hatten ja immer wieder jetzt auch Berichte, ja, guckst du vor den Häfen in Kalifornien vor allem, da ist dieser Schiffsstau, der löst sich langsam auf. Pustekuchen, die sind nur ein bisschen weiter weg von der Küste gefahren, weitgehend oder die allermeisten.
wahrscheinlich auch aus Umweltgründen, weil die natürlich teilweise dann ihre Motoren anwerfen und die Luft verschmutzen. Jedenfalls ist die Zahl der Schiffe, die sozusagen nicht abgefertigt werden und deswegen vor diesen Häfen warten, auf einem neuen Allzeithoch, die ist weiter gestiegen in Sachen Lieferengpässe. Eine wichtige Information, wie ich finde. Und wenn wir jetzt noch nach China kommen oder zu China kommen, dann sehen wir S&P 500, die Ratingagentur, nicht S&P 500, sondern S&P, die Ratingagentur, hat gesagt, ein Default, also praktisch eine Insolvenz, ein Zahlungsausfall von Evergrande ist praktisch nicht mehr vermeidbar. Und in der Tat, bisher hat kein einziger, so melden es Agenturen, der Anleihegläubiger von Evergrande, die also Bond, die Dollaranleihen halten, hat bisher kein einziger eine Zahlung erhalten, was bedeutet, dass praktisch der Zahlungsausfall jetzt offiziell ist nach dieser 30 Tage Frist, Galgenfrist, kann man sagen, die da eingeräumt wurde. Und wir sehen am ganzen Wording, was aus Peking kommt, von der Führung kommt, da sagt hier etwa das, sagt Bloomberg, for the first time the Politburo meeting uses the phrase stability is the top priority, also Stabilität als Top-Priorität. Das ist etwas Neues und das zeigt, und das sehe ich genauso, wie besorgt die Führung in Peking ist angesichts der Entwicklungen, vor allem auf dem Immobilienmarkt. Deswegen ja auch die Straffung oder die Kürzung, genauer gesagt, der Einlageanforderungen für chinesische Banken, wenn sie Kredite vergeben. Also man versucht schon ein bisschen zu stimulieren, das mit angezogener Handbremse, weil man schlichtweg echt ahnt, dass da die Dinge ein bisschen schwierig werden. Und wenn wir nach Europa kommen, heute gab es ja diesen Videocall zwischen Putin und Biden. Und was aus US-Kreisen hier verlautbart wurde, war zum Beispiel, die USA werden sich dafür einsetzen, Nord Stream 2 zu stoppen, wenn die Russen die Ukraine angreifen würden. Daraufhin sind die europäischen Gaspreise wieder nach oben gegangen, jetzt auf einem neuen Allzeithoch. Wir sehen etwa die One-Year-Forward-Contracts für Frankreich, 200 Euro per Megawattstunde, in Deutschland bei 160 Euro per Megawattstunde. Also das ist natürlich hochgradig inflationär, was da passiert, und wir haben gleichzeitig eine EZB, die Nachfrage noch ein bisschen stimulieren will durch die weiteren Anleihekäufe, die praktisch sagt, ja, wir werden die Zinsen nicht anheben. Und da ein Artikel, ein Interview mit Hans-Werner Sinn, der die Dinge genau auf den Punkt bringt, galoppierende Inflation, er spricht über die Energiewende, er spricht über das, was jetzt kommen wird, nämlich eine galoppierende Inflation durch das, was mit Energie passiert. Wir schalten ja alles ab, was nicht auf den Baum kommt, wenn es nicht grün ist. Das kann man ja machen, aber man muss den Leuten eben sagen, das wird richtig teuer. Und das sagt eben keiner. Und auf der anderen Seite eine EZB, die jetzt diese hockische Wende der Fed erstmal überhaupt nicht mitmachen will, sondern sagt, wir werden die Zinsen nicht anheben. Das wird den Euro schwächen. Das wird dann wiederum die Importkosten für die Eurozone deutlich erhöhen, was wiederum inflationär ist, etc. Hochpräzise Aussagen von Hans-Werner Sinn kann ich nur empfehlen, werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste, schönen Feierabend, Servus und Ciao.